Dieser Morgennebel ist leider nicht echt. Diese Bäuerin ist auch nicht wirklich auf dem Weg zur Arbeit. Und auch die Gänse, Schauspielprofis. Naja, fast. In der ersten Runde sind die Gänse schön gelaufen, aber in der zweiten und dritten waren sie schon zu müde. All das, um Touristen zu ihrem perfekten Urlaubsschnappschuss und ein paar Likes zu verhelfen. In diesen Dörfern im Osten Chinas spielen Schauspieler das idyllische Landleben nach und haben damit einen richtigen Fotohype ausgelöst. Die Region Xiapu an der Ostküste Chinas. Die Dörfer leben hier traditionell vom Fischfang. Doch seit etwa 15 Jahren wird der Tourismus immer bedeutsamer. Die Besucherzahlen haben sich nahezu verzehnfacht. Seit ein Fotograf einen internationalen Preis mit diesem Bild gewonnen hat, kommen immer mehr Touristen her, in der Hoffnung auf ihr perfektes Foto. Daraus haben die Einwohner ein richtiges Business entwickelt. Sie stellen sich als Model zur Verfügung für romantische Szenen vom Leben auf dem Land, das es so allerdings gar nicht mehr gibt. Über 30 solcher Fotomotive gibt es inzwischen. Reiseveranstalter bieten extra Touren an, von einer inszenierten Fotoattraktion zur nächsten. Ab 430 Euro aufwärts kostet so eine mehrtägige Rundreise zum gefakten Landleben. Früh am Morgen im Rongfang Park. Früher war das ein normaler Park zum Spazierengehen. Heute ist er ein beliebter Fotospot. Und deswegen Eintritt zahlen, wie fast überall in China mit dem Handy. Dann werden wir zu unserem Platz geführt. Die Fotosession ist schon voll im Gange. Eine romantische Szene. Ein Bauer im Strohumhang und seine Frau führen einen Büffel frühmorgens durch den Wald zur Feldarbeit. Hin und zurück. Dirigiert wird der Bauer vom Fotogruppenleiter Li Fan. Ein bisschen nach links, bitte. Li Fan wurde von der Reisegruppe aus Taiwan extra engagiert, damit er sie zu den schönsten Fotospots bringt und ihnen hilft, alle Motive in den Kasten zu bringen. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Sie bieten das an, weil es schwierig ist, solche alten Dinge einzufangen. Manche Sachen sind nun mal so. Man kann sie nicht fotografieren, wenn man sie nicht inszeniert. Natürlich wäre es in echt besser. Die Fotogruppe hat ihre Bilder und zieht weiter zum nächsten Spot. Zeit für Model Wai Zuo kurz zu verschnaufen. Er war zuvor tatsächlich Bauer. Die Kuh hat er sich aber extra zum Modeln zugelegt und hat dabei gelernt, die vierbeinigen Co-Schauspieler müssen sehr gut gecastet werden. Ich hatte mal eine Kuh, die nicht so gut passte. Die hat die Touristen angegriffen, also nehme ich seither diese. Sie benimmt sich gut, man kann sogar auf ihr reiten. Ein paar Meter weiter machen sich die Touristen bereit für die nächste Fotoattraktion. Eine idyllische Szene mit einer Gänsehirtin. Wir müssen jedoch weiter zu einem Fototermin am Meer und treffen die beiden Schwestern Zhu Zhao und Zhu Chang. Sie vermieten Gästezimmer, führen ein Restaurant und modeln als Fischerinnen für Fotografen. Inzwischen können sich die Schwestern über ziemlich viele Bilder freuen. Um Fotos wie diese zu machen, können Touristen Zhu Zhao vorab buchen. Umgerechnet rund 26 Euro verlangt sie für eine Fotosession von etwa einer Stunde. Tatsächlich hat ihre Familie früher vom Fischfang gelebt. Ganz fremd ist ihr das Modeln als Fischerin daher nicht. Am Nachmittag gehen die Fischer zum Meer und wir Frauen mussten dann immer helfen, Sachen zu tragen. Diese Szenen werden wir nachstellen. Weil die Fotografen von einer ziemlich hohen Position aus fotografieren, trage ich rot, damit ich besser zu sehen bin. Plastikkörbe mit Muscheln dienen als Requisiten. Maximal 3 Stunden kann sie am Tag modeln.
Denn nur während der Ebbe ist der Strand auch begehbar. Auch das Wetter muss gut sein. Im Schnitt kommt Jui Zhao auf zusätzliche Einnahmen von etwa 380 Euro im Monat. Beliebt ist die Perspektive von dieser Brücke aus. Heute hat sich die Fotogruppe allerdings direkt am Strand positioniert. Die Fototouristen geben Jui Zhao dann per Walkie-Talkie oder Handy durch, wo sie langlaufen soll. Das ist anstrengend in der Sommerhitze bei rund 35 Grad. Sie sagen, ich muss 10 Schritte vorwärts oder zurück, 5 Meter vor, 3 zurück. Das ist schon in Ordnung, aber es ist sehr heiß hier im Sommer. Es gibt keine Bäume oder Schatten. Es dauert eine Stunde oder zwei und man kann sich nicht ausruhen. Es ist schon anstrengend als Model. Die Touristen, die das romantische Fake-Fischerleben einfangen, haben genaue Vorstellungen. Wenn sie glücklich sind, bin ich auch glücklich. Es macht mir Spaß, ihnen zu helfen und alles so zu machen, wie sie es wollen. Ich fühle mich davon nicht genervt. Auch die Fotojäger sind froh über ihre Ausbeute. Mein Ziel ist es, Fotos zu machen und sie dann meinen Freunden und Kollegen zu zeigen. Wenn sie nicht die Möglichkeit haben, mal rauszukommen und sich zu vergnügen, dann ist es doch gut, die Fotos anzuschauen. Zurück zu den Gänsen im Rongfang Park. Die Hobbyfotografen arbeiten hochkonzentriert. So soll das Foto idealerweise nachher aussehen. Und sie hat sich dieses Fotomotiv ausgedacht. Xuefang. Ich habe diesen Fotospot hier selbst gestaltet. Es war sehr schwierig am Anfang, weil ich nicht so ganz wusste, wie man diese Szene am besten fotografiert. Und es hat auch etwas gedauert, die Gänse zu trainieren, so etwa ein halbes Jahr. Später habe ich mir noch Hilfe von einem professionellen Fotografen geholt. Er hat mich unterstützt. Und jetzt hat sich diese Location ganz gut entwickelt. Wohl auch deswegen wirkt ihre Fotoattraktion professionell. Ihre Kollegin wirft noch eben die Nebelmaschine an. Und dann kann es losgehen. Muss ich noch eine Runde machen? Ja, bitte nochmal. Bitte die Gänse auf den Baum zutreiben, da wo der Rauch ist. Ein bisschen fühlen wir uns wie an einem Filmset. Der Regisseur, Fotogruppenleiter Li Fan, sorgt nicht nur dafür, dass die Inszenierung stimmt, sondern hilft auch, wenn es mal Probleme mit der Technik gibt. Die Herausforderung dabei ist, dass ich um 3:30 oder 4 aufstehen muss. Also wenig Schlaf jeden Tag. In der ersten Runde sind die Gänse schön gelaufen, aber in der zweiten und dritten waren sie schon müde und haben ihre Flügel nicht ausgebreitet. Das sah nicht so gut aus. Wie war's für euch? Gut, oder? Dann lasst uns frühstücken gehen. Die Touristen sind glücklich mit ihrer Fotoausbeute. Wir sind Tausende von Kilometern hierher gekommen, nur um Fotos zu machen. Sie posieren sehr gut. Die Aktionen und die Natur sind gut kombiniert. Am Nachmittag verwandelt sich die verwunschene Fotolocation von morgen in eine Art Freilichtmuseum oder Freizeitpark zum Mitmachen. Jetzt dürfen die Touristen selber Bauer spielen oder Gänse treiben. Um die Sehnsucht nach dem idyllischen Landleben zu stillen, werden hier keine Kosten und Mühen gescheut. Aber sich ein bisschen in eine andere Welt träumen, ist das nicht sowieso der Sinn eines jeden Urlaubs?